Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Im letzten Part haben wir die Schließfächer den richtigen Leuten zugeordnet oder andersrum. Und wir haben noch Hickman und Kirkpatrick, oder wie der hieß, gefunden, also die Wächter. Und in diesem Part wollen wir dann das Schließfach von Johnson unter anderem aufsprengen. Eventuell auch noch das von Jones und ein paar andere oder so. Was steht hier unten eigentlich? Habe ich mich letzte Folge schon gefragt, aber ich kann es nicht lesen. Irgendwas mit Kant oder sowas. Ja. Ja, also. Genau. Und wir wollen eventuell dann auch irgendwann mit dieser Konstruktion hier. Irgendwie. Oder den Streichhölzern vielleicht. Die Schnur durchtrennen, die Lupin nutzen möchte, um am Ende irgendwie die Juwelen zu stehlen. Ja, aber bis es soweit ist, müssen wir halt irgendwie noch so ein paar Sachen finden oder sowas. Zumindest habe ich es bis eben nicht hingekriegt. Geschlossen. Was genau bedeutet das? Du hast deinen Hut noch, ne? Und die anderen haben auch alle ihre Hüte noch gehabt, oder? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber wieso liegt denn hier ein Hut rum? Und wieso ist hier nichts zum Anklicken? Was bedeutet das? Ist der Hut von da oben runtergefallen? Oder was? Wieso liegt hier ein Hut rum? Ich verstehe das nicht. Was brauchen wir? Wir brauchen irgendwas zum Aufsprengen. Na ja, war ich ja schon drin. Eigentlich würde ich ja sofort in die Waffenkammer gehen, wenn das ginge, aber es geht ja nicht. Du hast auch nichts mehr, ne? Nee, du hast sogar noch deinen Hut. Und hier unten kann ich auch nicht rein, ne? Nee, sieht nicht so aus. Die Türen sind alle zu. Also, sie haben zumindest keinen Namen, also, Oder konnte ich doch in die Waffenkammer und ich habe es nur nicht gesehen. Das, also, römische Mauer, nein, nein, nein. Nein. Nein, nein. Balbert Tower? Das war einfach nur der Eingang, ne? Schafottplatz, Chapel Royale. Das wäre dann ja irgendwo hier in der Nähe, ne? Du hast deinen Hut auch noch, das ist übrigens Hickman. Habe ich da hinten schon alles abgeguckt? Ich bin gerade nicht sicher, weil von hier komme ich jetzt ja, ne? Gewissermaßen. Ja, und hier war ich ja gerade. Huch. Kann ich hier rüberspringen? Gut. Und da versuche ich mal gerade hier runter zu gehen. Schöne Spiegelung. Eigentlich nicht, aber okay. Versuche ich mal gerade hier runter zu gehen und was suche ich denn eigentlich? Ja, ich suche im Grunde, vielleicht kann ich doch zur Waffenkammer. Nur ist die mir nicht eingezeichnet. Wenn ich wüsste, wo die Waffenkammer ist, wäre das sogar ein bisschen einfacher. Ist der Vogel vielleicht wieder mal da? Nee. Das haben wir sowieso schon gefangen gehabt. Aber wo war denn die Waffenkammer nochmal? War die irgendwo oben? Weiter oben gelegen? Ja, stimmt, dafür mussten wir erstmal rein in so einen Turm, ne? Aber da wir keinen Schlüssel dafür haben, für diese Türme hier, geht das halt nicht, ne? Deshalb können wir da nicht hingehen. Aber vielleicht kann ich die Tür ja auch ohne Schlüssel irgendwie aufmachen. Oder vielleicht sehe ich auch einfach nur. Egal, ich werde einfach mal versuchen, hier überall hinzukommen, wo es halt geht. Weil ansonsten, ja, Pech gehabt, ne? Da ist auch nichts, schade. Ist hier vielleicht irgendwas Sinnvolles? Mit dem ganzen Plunder hier. Irgendwie nicht so. Wo kommen wir hier hin? Irgendwo rauf, wo ich noch nie war. Das ist ja seltsam mit dem Regen. Da haben sie wohl den Regenblock ein bisschen zu kurz gemacht, ein bisschen zu klein. Tja. Din, 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 din.
Ich suche alles Mögliche. Da ist übrigens das Seil, das wir durchbrennen wollen. Irgendwann, in irgendwelcher Zukunft mal. Eventuell. Ich muss das Seil durchbrennen. Ja. Das wissen wir bereits, Holmes. Das wissen wir bereits. Kann ich da rein? Da ist ein Schild an der Tür. Vielleicht geht das sogar. Geschlossen. Das ist... ach, wir sehen ja nicht, wo wir stehen, ne? Weapons Room, also Waffenlager. Aber das bringt uns nichts. Und wo komme ich bitte schön hier hin? Dass ich überhaupt rumlaufen kann, wundert mich gerade ein bisschen. Achso, hier kann man einfach runter. Achso. Ja dann. Das ist ja ulkig. Und du liegst da, du hast aber ein Gewehr. Vielleicht ist da noch irgendwas drin oder sowas. Diese Handfeuerwaffe wurde ins Wasser getaucht und ist unbrauchbar. Nicht. Da war doch keine Hand, oder nicht? Oder eine optische Täuschung. Wieso habe ich denn das auch. Achso. Da, einige Patronen sind noch ganz. Wieso habe ich das denn beim letzten Mal nicht aufgehoben? Da habe ich es wahrscheinlich auch einfach nicht gesehen, ne? Also gesehen schon, aber ich konnte es halt nicht aufnehmen. So wie ich es gerade eben auch fast nicht geschafft hätte. Patronen, wenn wir. Schießpulver. Schießpulver. Bom. Achso, ja klar, mit den Streichhölzern. Eher gesagt, so eine Lunte, sagt man, ne? Ja, Lunte. Verdammt. Genau, da wollte ich hin, so. Oh Mann, das hat jetzt aber gedauert. Wie hieß denn das? Queen's House. Naja. So, also. Johnson. Richtig? Richtig. Ich werde nur genug Schießpulver haben, um einen Spind aufzusprengen. Ich muss sicher sein, welchen. Ach so, aber wir wollten doch auch noch Jones. Diese Tür ist massiv und das Schloss... Aber ich kriege das jetzt nicht wieder raus, oder was? Dann wird es wohl richtig sein. Kann ich jetzt eventuell nochmal kurz... Diese Tür ist okay, massiv. Dann zünd ich sofort an. Ups. So. Wegrennen müssen wir nicht. Alles klar. Nice. Schöne Soundeffekte. Offen. Schlüssel. Das muss der Schlüssel zum Lagerraum sein. Genau. Dieser Schafsmagen ist frisch und weich. Vielleicht ist er für den Koch gedacht, damit er ein spezielles Gericht zubereitet. Nicht appetitanregend, aber ich nehme ihn trotzdem. Schafsmagen? Okay. Was ist denn jetzt mit... Und was wäre passiert, wenn ich Jones Spind versucht hätte zu springen? Hätte mich auch mal interessiert jetzt eigentlich. Jetzt kann ich sie auch gar nicht mehr anklicken, ne? Schade, ich dachte, Mist, bin ich noch an Jones rankommen oder sowas? War damit nicht irgendwas? Moment, das will ich jetzt ehrlich gesagt mal kurz wissen. Oder hat er das gesagt, als wir... Oder mit den Rollschuhen oder sowas? War da nicht irgendwas mit Jones? Naja, wie auch immer, auf jeden Fall wollen wir jetzt zum Lagerraum, der sich hier befindet. Und hoffen, dass hier noch alles gut ist. Und hier sind diese spanischen Tomaten, die wir jetzt nicht mehr anklicken können. Ja, ja. Und das können wir auch alles nicht mehr anklicken. Okay. Oh, nicht der auch noch. Ah, da ist ein Hut. Smith sieht also bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Da ist der Rest vom Hut. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann es nicht mehr öffnen. Ach ja, vorher war das ja so ein einfaches Ding. Komm ich vielleicht... Smith sieht bewusstlos aus. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu wecken? Smith sieht bewusstlos aus.
Gibt es eine... Kann ich dir vielleicht das Ding in den Kopf... Na okay, ich hab's verstanden. Anscheinend nicht. Oder... Wasser. Oh, so einfach. So einfach. Das ist es. Hickman ist allmählich eingeschlafen. Möglicherweise unter dem Einfluss eines starken Betäubungsmittels. Die Abdrücke auf dem Boden vor dem Lagerraum haben mich darauf gebracht, dass Miss bewusstlos geschlagen und nicht betäubt wurde. So war nur ein bisschen kaltes Wasser nötig, um ihn zu wecken. Hm, okay. Smith, wachen Sie auf! Hören Sie mich, Smith? Ich bin's, Holmes! Mein Kopf! Was ist los? Was mache ich hier? Mr. Holmes! Wo ist der Doktor? Smith, reißen Sie sich zusammen und kommen Sie her. Können Sie die Gittertür öffnen? Mein Schlüsselbund ist weg. Nein, ich kann das Gitter nicht öffnen. Nach Ihrem Besuch neulich hat der Koch das Schloss austauschen lassen. Jetzt braucht man einen Schlüssel. Gut, dann brauche ich Ihre Hilfe. Wir müssen Sie irgendwie da herausbekommen. Schildern Sie mir bitte exakt, was sich in der Nacht zugetragen hat. Und welchen Doktor haben Sie gemeint? Also, am Nachmittag bekamen die Männer auf dem Wehrgang heftige Magenschmerzen. Muss am Mittagessen gelegen haben. Ich vertrage keine Tomaten, darum habe ich nichts angerührt. Und mir ging es gut. Unser Hausarzt war nicht da, darum habe ich einen anderen Arzt gerufen. Dr. Sanin. Er ist noch nicht lange hier, aber ich habe nur Gutes über ihn gehört. Als er den ersten Mann untersuchte, wirkte er beunruhigt und bestand darauf, allen eine Spritze zu geben. Wir haben alle Wächter untersucht und er hat alle behandelt. Hickman war der Letzte. Der Doktor war verärgert, weil er nicht genug Medizin für eine volle Dosis dabei hatte. Aber er meinte, es würde reichen. Dann fragte er, ob wir alle Männer der Garnison untersucht hätten, was der Fall war. Er bat mich, ihn zum Tor zu begleiten, und kaum hatte ich mich umgedreht, spürte ich einen scharfen Schmerz im Nacken. Danach weiß ich nichts mehr. Ja, das kann dann ja eigentlich nur mal wieder Lupin sein, ne? Vor allen Dingen, weil wir gerade das Gesicht nicht sehen durften. Ja, er hat sie halt alle betäubt. Er hatte seine Sachen einmal auf dem einen Bett. Entweder war das Bett, was lange nicht benutzt wurde, oder es war das Bett mit den Rollschuhen vielleicht. Jedenfalls da irgendwo. Aber vielleicht war es auch gar nicht seins, sondern irgendwas, weil dieser Dr. Paul Serenine ja sowieso erst nachträglich dazu kam. Also, der ist ja kein Wächter da und dementsprechend hat er ja auch gar kein Bett da eigentlich, ne? Bevor ich jetzt aber hier... Ich möchte nur ganz kurz gucken, Paul Serenine, was man daraus also jetzt tatsächlich machen kann. Weil für Arsène Lupin wird es, glaube ich, nicht reichen, oder? Also, Arsène Lupin. Oh, passt doch perfekt. Okay, alles klar. Ja, das... Arsène Lupin. Ich fange an zu verstehen. Welches Medikament hat er verabreicht? Ich weiß nicht. Eine leere Fiole fiel in eine Pfütze und ich habe sie aufgehoben. Das Etikett ist beschädigt und das Wasser wird alle Reste der Substanz herausgespült haben. Unmöglich zu sagen, was es war. Aber was tun Sie hier? Können Sie mir erklären, was hier vor sich geht? Ich nehme an, auch die Wächter der Kronjuwelen wurden behandelt? Ja, und der einzige Schlüssel zu diesem Raum ist der an meinem Bund. Ich muss sie hier herausschaffen. Gibt es noch einen Schlüssel für die Gittertür? Beim Koch. Aber der ist nicht da. Aber es gibt noch einen Ersatzschlüssel für das Wächterzimmer, der nicht an meinem Bund war. Vielleicht finden Sie dort etwas, um mich hier herauszuholen. Oder Sie erwischen denjenigen, der für all das verantwortlich ist. Wo ist denn dein Wächterzimmer, Dingsbums? Kann ich überhaupt noch mit dir reden? Also holen Sie mich hier raus, Holmes! Okay, kann ich dir irgendwas zeigen? Holen Sie mich hier... Holen Sie mich hier raus! Okay, vielleicht... was ist das noch für ein Schlüssel?
Ach, Schlüssel zu welch? Oh, okay, zu Waffenkammer, das ist gut. Das ist wirklich gut. Ich muss das jetzt gerade alles ein bisschen so durchdenken. Spanische Tomaten. Waren das überhaupt spanische Tomaten? Ich sag das immer so. Aber ich bin mir gerade überhaupt nicht. Italienische Tomaten sind das doch. Wieso sage ich eigentlich die ganze Zeit spanische Tomaten? Wahrscheinlich noch wegen dem spanischen Gewand ganz am Anfang. ja, italienische Tomaten. Alle Konserven mit der Gemüse und so trugen das königliche Wappen. Die Einmachgläser werden mit rotem Wachs versiegelt. Und etwas davon ist schon im Regal getroffen, auf die italienische Tomaten. Ja, also schon allein die Tomaten, die ein bisschen verdorben waren, waren ja von Le Peur hier reingebracht, um die Männer alle krank zu machen und dementsprechend dann einen Grund zu haben, die betäuben zu können. Da unser Freund ja allerdings nichts davon gegessen hat, hat er gesagt, wieso soll ich jetzt eine Spritze von dir kriegen, das macht doch gar keinen Sinn. Und so war Le Peur gezwungen, ihn K.O. zu schlagen. Was sich ganz am Ende dann für, ja, das ist dann der entscheidende Punkt, der zu seiner Niederlage führen wird. Da er uns jetzt beispielsweise den Schlüssel zur Waffenkammer geben konnte und so weiter. Ne? Also da hat Le Peur Pech gehabt, dass er nicht wusste, dass der Oberwächter Smith keine Tomaten isst. Tja, so ist das halt, ne? So, Waffenkammer, wo war die nochmal? Was ist hier eigentlich? Achso, das ist der Anfang. Gut, die Waffenkammer, die war doch irgendwo hier in der Nähe. Ach man, wo war denn jetzt die Waffenkammer? Das ist doch blöde. Ich glaube, wenn ich so gehe, gehe ich schon ganz gut, ne? Ich glaube, da gehe ich richtig. Und dann müsste ich gleich mal zusammenfassen für mich selbst, was genau wir eigentlich gerade versuchen. Wir versuchen erstmal nur so einen Schlüssel, genau, was wir versuchen ist eigentlich ganz klar. Wir versuchen jetzt den Schlüssel aus der Waffenkammer zu holen und damit dann Smith aus dem Gefängnis, also aus dem Lagerraum zu befreien. Aus der Waffenkammer wollen wir den Schlüssel holen für das Ding im Lagerraum, für die Zelle im Lagerraum da. Ja. Aber die Frage ist ja vielmehr, was ist hier alles noch geplant? Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelenhaus und außen gespannt hat. Andernfalls wird er auf diesem Weg entkommen. Schnell, die Zeit drängt. Wie können wir beispielsweise das Ding da durchschneiden? Und so weiter, was alles halt eben noch so erwähnt wurde. Was ich alles gar nicht mehr alles so aufnehmen konnte. So schnell. Obwohl, ich kann einmal gerade ganz kurz gucken. Was hat mir denn hier sonst noch so? Doktor, den haben wir ja schon. Welches Medikament? Etikett, Fiole. Genau, mit der Fiole. Was haben wir denn damit noch zu tun? Um eventuell ein Gegenmittel zu finden, sozusagen. Aber das ist eigentlich egal. Hauptsache, wir haben die Fiole, um damit selbst irgendwas machen zu können. Egal, anscheinend sonst nicht wirklich viel, was noch von Bedeutung war. Diese Schüssel ist leer, aber es könnte funktionieren. Diese Flüssigkeit hat einen starken Geruch. Sicher ein Benzinderivativ, um Metall einzuölen oder zu reinigen. Es ist nicht viel übrig, gerade genug, um einen Lappen zu befeuchten. Ist das eventuell auch noch dazu da, um gleich mit dem Ballon das Seil durchzubrennen? Vielleicht kann ich etwas Nützliches in dieser Kiste finden, aber sie ist verschlossen. Verschlossen? Schade. Oh. Eine hervorragende Rüstung. Alle Teile sind abnehmbar, sogar die Beinschienen. Aber ich kann sie immer noch nicht abnehmen. Aber die Rüstung ist noch für irgendwas da. Dieser Helmhalter ist recht außergewöhnlich. Stabil und sehr leicht. Achso, gut. Ich dachte schon, wir hätten den ganzen Helm mitgenommen, aber wir haben tatsächlich nur den Helmhalter mitgenommen. Okay. Trotzdem suchen wir immer noch einen Schlüssel. Ah, ich glaube, hier kommen wir gleich zu. Der innere Durchmesser dieser Kanone beträgt ungefähr 6,5 cm. Dies hat dazu gedient, genau die Menge Pulver aufzubewahren, die erforderlich ist, um die Kanone zu laden.
Okay, was wollen wir denn mit der Kanone gleich noch machen? Uiuiuiui. Wollen wir da echt noch irgendwas aufsprengen? Ach, das Netz haben wir ja selbst mal mitgenommen. Ups. Ich wollte mich gerade fragen, wo denn das Netz sei. Das ist, aber ich kann kurz gucken, was dieser das ist. Teil ist der dieser Teil ist der Mittelalter. Alles klar, der mittelalterlichen Jagd gewidmet. Kleine, trockene Stückchen Holz. Okay. Wofür brauchen wir dieses ganze Zeug? Frage ich mich gerade so. Din, 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 din. Diese Waffensammlung ist beeindruckend. Ah, wir haben es, glaube ich, bald. Ne, wir haben es bald. Ja, 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 ja. Das ist die Tür zum Juwelenhaus der Königin und sie ist ziemlich massiv. War das Geräusch einer Säge hinter der Tür? Lupin könnte sein Werk jeden Moment vollenden. Ich muss mich beeilen. Ach, was für hält jetzt echt Lupin das Segen? Oh, huch. Wenn ich dem Namensschild auf dieser Uniform Glauben schenken darf, heißt dieser Wärter Summerby. Offensichtlich hat sich der Dr. Lupin, auch um ihn gekümmert. Ja, ich denke schon, dass wir dem Schild Glauben schenken können. Der Wärter muss diesen Schlüssel verloren haben, als er hingefallen ist. Wofür könnte er sein? Wahrscheinlich nicht für die Tür, sonst hätte Lupin ihn nicht da hinten wieder hingeschmissen. Wahrscheinlich... oh Gott, jetzt haben wir so viele Gegenstände. Oder eventuell ist der Schlüssel für diese kleine Kiste hier. Perfekt. Das könnte noch nützlich sein. Ein Schraubendreher. Das könnte noch nützlich sein. Eine Feile. So. Okay, 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 okay. Mit der... Ich glaube, wir brauchen Schlüssel. Wir können keinen Schlüssel haben. Den hätte Lupin ja den Schlüssel, ne? Dann wiederum hätte er auch alle anderen Schlüssel vielleicht behalten sollen. Also vielleicht hätte er die Schlüssel von den anderen Wärtern mal mitnehmen sollen, nachdem er die. Oder zumindest einige Schlüssel mitnehmen sollen. Bestenfalls von ihm. Die hätte er auf jeden Fall mitnehmen können, ne? Also so ein paar Schlüssel hätte Lupin ja eigentlich mitnehmen können. Aber wenn er die nicht mitgenommen hat, vielleicht hätte er auch den zum Juwelenhaus nicht mitgenommen, sondern ihn irgendwo anders wieder hingelegt, obwohl das irgendwie wirklich keinen Sinn machen würde. So. Vielleicht können wir die Stückchen... Nichts, okay. Öl. Schafsmagen. Pfeile, Schraubenzieher. Helmhalter, Nichts. Okay, okay, okay. Mann, ist das kompliziert. Also Kanonenmagazin, das können wir uns ja schon mal da unten anlegen, ne? Flasche mit einem gewissen Füllmaß, das ich auch mal gerade da. Pfeile, können wir damit vielleicht noch irgendwas präparieren? Ne. Ah, ein zweiter Heißluftballon, alles klar. Ja, dann vielleicht... Ah, okay. Jetzt haben wir auch kein Seil mehr. Ach so, deshalb jetzt haben wir das... Jetzt muss ich etwas Treibstoff für meine Heißluftballons finden. Deshalb konnten wir das vorher nicht verbinden, weil das für den anderen Heißluftballon gedacht war. Hätte man vielleicht auch anders machen können, aber okay. Okay. Gut, einsatzbereiter Heißluftballon. Dann wollen wir das jetzt machen. Wir haben aber nur zwei, obwohl wir drei Augen hatten. Also drei Stellen, an denen ein... an denen der Ballon theoretisch zum Einsatz kommen könnte. Wo war das jetzt nochmal? War das nicht direkt schon hier vorne? Oder war das auch erst dahinter weiter? Ich dachte gerade, ich könnte es irgendwie beschleunigen, aber ich renne schon. Wie der Wind. Da hinten möchte ich hin. Ist Third Person nicht geil? Richtig geil. Ich liebe Third Person. Ich muss das Seil durchbrennen, das Lupin zwischen dem Juwelen... So. Das Seil hängt sehr hoch. Ohne das Schlüssel... Dann möchte ich das kurz noch...
Das Seil hängt sehr hoch. Wie können wir das denn machen? Das Seil hängt sehr hoch. Ja, ich würde jetzt gerne, also... Aber das ist immer noch nur das Auge und keine Hand, also... Wundert mich das jetzt gerade so ein bisschen. Das Seil hängt sehr hoch. Wie machen wir das denn dann? Oder machen wir das noch gar nicht? Eventuell müssen wir doch erst noch die Weil wir mit der Kanone vielleicht die Tür aufballern? Das könnten wir nämlich jetzt tatsächlich schon machen, ne? Dafür bräuchten wir aber ein gewisses Maß an... Eine gewisse Menge an Füllmaterialien. Und es ist immer noch die Frage, wo ist denn eigentlich Mr. Smiths Garderobe? Da müssten wir vielleicht auch nochmal irgendwann hin. Ne? Hier vielleicht was? Sicher ein Geschenk für ein Kind. Rollschuhe. Was hat es damit noch auf sich? Habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Nee, hier ist der Smith nicht drin. Ne? Wo ist der denn eigentlich drin? Ne? Also wo hat denn der eigentlich sein Zimmer? Das können wir auch nicht weiter öffnen. Okay. Dann werde ich eventuell... ja, doch, gleich hier den Part beenden. Noch ganz kurz gucken, ob ich jetzt vielleicht hier irgendwie reinkomme. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt und ich kann es nicht mehr öffnen. Das Schloss der Gittertür wurde ausgewechselt. Okay, dann. Mache ich das im nächsten Part. Dann will ich im nächsten Part Mr. Smith befreien, das Seil durchtrennen und Lupin aufhalten. Oder zumindest ein paar Schritte in diese Richtung vollziehen, bringen, führen, enden, keine Ahnung. Jedenfalls werde ich das im nächsten Part versuchen. Ja, bis dahin, tschüss.